Ich bin Denise Peto und ich bin Rechtsanwältin. Mir macht die Arbeit als Anwalt, die macht mir einfach Spaß. Ich bin noch keinen Tag in dieses Büro gegangen und habe gedacht, oh Gott, ich muss heute arbeiten gehen. Ich habe mich auf das Sozialrecht spezialisiert, auf das Sozialversicherungsrecht. Dazu gehört das Krankenversicherungsrecht, auch die Erwerbsminderungsrenten, die Unfallrenten und auch das Schwerbehindertenrecht und natürlich auch das Arbeitslosenrecht. Das Spannende in dem Bereich ist, dass man mit Menschen zusammenarbeiten kann, dass man tatsächlich täglich Mandanten vor sich hat. Die Leute kommen und erzählen ihre Lebensgeschichte. Im besten Falle kommt der Mandant und will beraten werden und sagt, ich habe hier das Problem, dass sich meine Lebenssituation geändert hat, weil ich krank geworden bin, weil ich arbeitslos geworden bin, weil ich einen Unfall hatte. Und diese Situation kann man dann mit dem besprechen. Ich würde sagen, dass ich genau das richtige Maß treffen kann, zuzuhören. Und ich denke, dass sich die Mandanten hier bei mir auch als Personen verstanden fühlen. Ich bin Fachanwältin für Sozialrecht. Das ist heute wichtiger denn je, weil Gesetze wurden verschärft. Die Voraussetzungen sind strenger geworden. Und da ist es dann häufig notwendig, tatsächlich anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, um da die Rechte durchzusetzen, die man vor Jahren noch leichter bekommen hat. Freude macht mir, wenn die Mandanten dann so ein Feedback geben. Es gibt Mandanten, die sagen, Frau Peto, bei Ihnen fühle ich mich unheimlich gut aufgehoben. Ich habe das Gefühl, Sie verstehen mich. Und das ist natürlich der beste Lohn. Ich gewinne eigentlich immer.